Da ist Musik drin. Es ist der härteste Wettbewerb des Jahres und viele sagen, es ist der einzig wahre. Der Longest Drive der golfspielenden Fußballer. In der Einladung steht ja schon nichts für Mädchen. Von daher war ja klar, dass die Frauen sich zwar anmelden konnten, aber nicht mitmachen dürfen. Das ist ein reiner Männersport. Volle Kraft voraus hieß es schon in der Qualifikationsrunde fürs Playoff der 24 längsten. Ausgetragen auf der 7. Spielbahn des Dortmunder Golfclubs. Die Jagd nach dem perfekten Schlag vor der versammelten GoFus-Prominenz. Ein ganz besonderes Gefühl. Wenn du jetzt Dortmund nimmst, vor 80.000 aufzulaufen, da brauchst du keine Motivation. Das Gänsehaut-Feeling pur. Und genauso ist es, wenn du hier auf dem Abschlag schläfst und willst einfach den weitesten Schlag machen. Das ist einfach der Kick, den du als Golfer brauchst, den wir als Fußballer oft erleben durften. Und jetzt bei unserem Hobby einfach nochmal oben drauf und top, das ist super. Die Favoriten waren schnell ausgemacht, allen voran Stefan Blank, der ehemalige Abwehrriese aus Aachen, Kaiserslautern und anderswo. Er im Finale mit Vorjahressieger Jochen Strucksberg und Lokalmatador Tim Uffelmann. Bestweite bis dahin 289 Meter. Der Longest Drive, ein gesellschaftliches Event und ein Riesending, auch für den Titelsponsor. Heute ist der Höhepunkt der Saison, also das beste Turnier, das wichtigste Turnier des Jahres. Jeder Einschlag, der längste gewinnt. Im Finale bewies Stefan Blank Nervenstärke. Großartige 277 Meter waren nicht mehr zu knacken. Ein letzter Versuch und dann stand es fest. Sieger 2011 Stefan Blank! Gratulation dem Longest Drive Champion des Jahres. Das ist der einzig wahre Titel, den wir hier zu vergeben haben bei den GoFus. Und von daher bedeutet er sehr viel. Letztes Jahr knapp gescheitert. Und ich habe dem Jochen gesagt, es gibt eine Revanche. Und sie ist geglückt. Der GoFus Longest Drive um die goldene Kanone. Das etwas andere Turnier. Und ein Riesenspaß mit Potenzial und Zukunft.